Das ist die neueste Generation des Audi A8. Ein Hightech-Feuerwerk. Und das ist einer seiner Vorgänger. Der A8 W12 aus dem Jahr 2004. Damals war der Audi A8 fahrdynamisch das Beste, was man in der Oberklasse kriegen konnte. Quattro-Antrieb, adaptives Fahrwerk und jede Menge Bums. Das Auto hat mich richtig geflasht. Die Frage ist nur, kann mich der neue genauso flashen wie das alte Modell? Abfahrt! Heute bei Grip, der Generationenvergleich. Audi A8 neu gegen alt. 2002 war die zweite Generation des Audi A8 der Maßstab in Sachen Luxus, Sportlichkeit und Understatement in der Oberklasse. Kult wurde das Auto schließlich durch die Transporter-Filme mit Jason Statham. Der absolute Luxusbomber Audi A8 ist natürlich nach 15 Jahren hier auf dem Gebrauchtwagenmarkt angekommen. Damals hat das dickste Schiff mit 6 Liter 12 Zylinder ca. 120.000 Euro gekostet. Heute kann man die Dinger für 20.000 schießen. Er hat also in diesen 15 Jahren unfassbare 100.000 Euro verloren. Was das Ding noch kann, das gucken wir uns jetzt an. Da steht einer und das ist der Ibrahim, oder? Hi Matthias. Mahlzeit. Mahlzeit. Alles gut? Gut und selber? Ja, ja, alles Biene. Wie ist das Auto? Ist das auch Biene? Ja, einwandfrei, ne? Irgendwelche Kratzer, Dellen? Einwandfrei, ist gepflegt. Gibt es da Rostprobleme bei dem Auto? Bei dem nicht, nein. Allgemein auch nicht. Allgemein auch nicht. Was hat denn der jetzt gelaufen? 100.000. 100.000, also der ist noch frisch, ne? Ja, klar. Erster Check beim Generationenvergleich, das Design. Anfang der Nullerjahre revolutionierte Audi sein Außendesign. Der A8 war das erste Modell mit dem sogenannten Single-Frame-Grill. Bis heute Erkennungsmerkmal aller Audi-Modelle. 4 Ränge, 12 Zylinder und eine Alu-Karosserie. Dieser A8 war die Speerspitze der Ingolstädter in Sachen Technik, Überfluss und Sportsgeist. Wenn der quasi hinter dir im Rückspiegel aufgetaucht ist, war klar, was als nächstes passiert, nämlich rechts rüberfahren und überholen lassen. Und auch am Heck, finde ich, sieht man es extrem. Die 4 Auspuffendrohre jetzt bei dem 12-Zylinder. Ja, das macht man heute auch anders. Das wird alles so ein bisschen versteckt, so ein bisschen Understatement. Damals war das noch, wir können das und wir zeigen das auch. Inzwischen ist der Single-Frame-Grill beim neuen A8 sogar noch breiter und dominanter geworden. Da scheiden sich aber die Geister. Ja? Die einen sagen, das sieht so komisch aus wie so ein aufgerissenes Haifischmaul. Ich finde, dass es cool aussieht. Überholprestige 5000 und so muss es genau sein bei so einer großen Limousine. Das neue Flaggschiff der Ingolstädter streckt sich in der Langversion auf imposante 5,30 Meter. Die große Auspuffanlage versteckt sich inzwischen hinter der Heckschürze. Neu ist das durchgehende LED-Leuchtband zwischen den Rückleuchten. Die Preise für den A8 starten bei 90.600 Euro. Nächster Check beim Generationenvergleich: die Fahrdynamik. Der 6 Liter große W12 mit 450 PS war ab 2004 der stärkste Motor für die zweite Generation des Audi A8. Serienmäßig mit an Bord waren damals der Quattro Allradantrieb und ein verstellbares Luftfahrwerk. Wir gehen auf Dynamik, Automatik auf S. Dann gucken wir mal. Krasse ist, dass man den Allrad tatsächlich in der Lenkung spürt. Ja? Also der Allrad verkrallt sich, das Auto liegt gut, es gibt keine durchdrehenden Räder, ist alles Pico. Aber du merkst wirklich die Entwicklung. Heutzutage spürst du das nicht mehr in der Lenkung, wenn der Vorderradantrieb mithilft. Das spürst du nicht mehr, das haben die wegignoriert, das haben die wegdesignt. Ob das bei 9 A8 wirklich so ist? Matthias testet den 8-Zylinder Biturbo mit 460 PS. Wie beim alten Modell kann man hier das Fahrwerk von Komfort auf Dynamik verstellen. Neu ist die Dynamik-Allradlenkung mit einer mitlenkenden Hinterachse. Die soll laut Audi für besseres Handling sorgen. Es wird dem A8 gerade ein bisschen zu wild, was ich hier gerade mache. Er denkt, wir fahren gleich hier in die nächste Felswand rein. Machen wir natürlich nicht, weil dieses Auto so genial liegt. Das ist unfassbar. Die Hinterachslenkung macht so eine Laune, besonders in diesen engen Kehren hier. Da lenkt dieses Auto und liegt geschmeidig wie ein Auto, was sich anfühlt, was irgendwie 3 Meter kürzer ist. Tatsächlich hat der A8 in der langen Version einen kleineren Wendekreis als ein Audi A4. Ah, die Reifen winseln um Gnade, kriegen sie aber heute nicht. Das ist schon krass, wie man eine 5,30 Meter lange Luxuslimousine bewegen kann. Das ist nicht mehr normal. Und wie schlägt sich der alte A8 ohne Allradlenkung in schnellen, eng gefahrenen Kurven?
jetzt muss ich aber viel lenken. Also es war so eine ganz leichte Kurve. Mit den modernen Autos machst du da so und fährst da durch. Hier musst du fast eine Viertelumdrehung machen. Also das ist was, was mir extrem auffällt, was ein Unterschied ist. Dann die Stabilität in der Karosserie. Die Autos werden immer steifer. Was hat das für einen Effekt? Das merkst du erst, wenn du mal wieder ein altes Auto fährst. Das zuckt, das wackelt, das zimmert, obwohl das natürlich Audi Space Frame damals der neueste Shit. Aber heutzutage fühlt sich das einfach viel zu weich an. Auch da ist die Entwicklung extrem weitergegangen. Aber nochmal zurück, damals war das eine Rakete, dieses Auto. Du hast dich hier reingesetzt und dachtest so, Alter, wie geht diese Hütte ab? Wie krass ist die, wie sportlich ist der? Es war der Oberhammer. In 5,2 Sekunden beschleunigt der A8 W12 auf Tempo 100. Damals war das fast so schnell wie ein Porsche 911. Der A8 war von Anfang an immer ein Fahrerauto. Ja? Das haben die auch kommuniziert und immer so gesagt, ja, das ist das Auto, wo der Chef noch selber fährt. Und das ist auch heute noch so, da nimmst du gerne Platz. Ja, das macht immer noch Spaß, das Auto zu fahren. Macht der neue A8 mit seinem Hightech-Fahrwerk und der Vielzahl an elektronischen Helfern genauso viel Spaß wie der alte? Du hast das Gefühl, du bist ein besserer Fahrer, weil das Auto irgendwie für dich lenkt. Also ich habe das Gefühl, dass das Auto für mich fährt. Ich habe das Gefühl, ich fahre besser, als ich sonst fahre. Weil ich denke quasi nur, da vorne kommt eine Kurve. Ja? Schön reinbremsen, reinlenken. Und das Auto trifft quasi die Kurve wie von alleine. Also das Auto macht dich zu einem besseren Autofahrer. Das Kapitel Fahrerei in einer Luxuslimousine hat mich auch wieder geflasht beim 9er8. Weil das einfach krass ist, wie dieses Auto fährt. Er fühlt sich luxuriös an, aber gleichzeitig sportlich. Und das ist so, ja, das erwartest du bei so einem großen Koffer einfach nicht. Nächster Check: Komfort, Luxus und Innovation. Auf den ersten Blick sieht der Innenraum des neuen Audi A8 aus wie die Kommandozentrale eines Raumschiffs. Neu sind die beiden Touch-Monitore in der Mitte, über die fast alle Funktionen und Assistenzsysteme wie bei einem Smartphone per Wisch und Touchgesten gesteuert werden. Der zentrale Drück- und Drehschalter ist damit Vergangenheit. Eine Weltneuheit ist außerdem der Massagesitz hinten rechts. Das Einzige, was es in anderen Autos so nicht gibt, ist die Massagefunktion für die Füße. Du kannst den vorderen Sitz, also den Beifahrersitz, nach vorne wegdonnern. Dann klappt da so ein Ding auf, dann legst du die Füße drauf und die werden massiert. Also ich meine, das ist ja für Merkel und Co. wohl der Oberhammer, oder nicht? Allerdings sehr teuer. Die Rückbank mit Massagesitz kostet 12.345 Euro. Doch wie schlägt sich die neue Bedienung mit den zwei Touchpads? Audi nennt es Touch Response im Praxistest. Ist es ohne Drücken und Drehen genauso intuitiv wie das alte MMI-System? Dieser Monitor ist empfindlich natürlich. Ich gehe drauf und du kriegst so eine haptische Rückmeldung. Es macht so Klick und du spürst so im Finger, jetzt habe ich die Taste gedrückt. Absolut genial. Alles komplett einstellbar. Ich kann das Fahrzeug verstellen, kann das Radio einstellen, Navi. Natürlich alles komplett einstellbar. Diese ganzen Touchscreens sind von der Response her, von du drückst irgendwo drauf und wischst irgendwas und ziehst irgendwas runter. Das ist wie jedes moderne Smartphone. Das funktioniert super. Das ist natürlich auch alles sprachgesteuert. Also es ist multiple bedienbar quasi. Cherie, mir ist ein bisschen kalt. Welche Temperatur soll eingestellt werden? 24 Grad. Ich erhöhe die Temperatur auf 24,0. Geht auch 24,5 Grad? Ich werde die Temperatur auf 24,5 erhöhen. Leute, ist es das? Ja, das ist es. Das ist sehr viel Neues, aber wenn du es einmal drin hast, dann ist es intuitiv und es ist super bedienbar und macht vor allen Dingen mega Spaß. Und so sah Luxus und Hightech anno 2002 aus. Der A8 war damals das erste Auto mit dem Audi Multimedia Interface, kurz MMI. Navigation, Radio und die Fahrwerksabstimmung ließen sich bequem mit Tasten und einem Drehknopf einstellen. Ansonsten viel Platz und eine Top-Verarbeitung. Für stressfreies Dahingleiten kann man das Luftfahrwerk auf Komfort trimmen. Was damals der Wahnsinn war, war die Haptik von diesen ganzen Sachen, die man anfasst. Hier dieses MMI, dieses Klicken.
Das war die Mega-Präzision. Also man drückt und dreht und es funktioniert alles. Das Einzige, was so ein bisschen komisch ist, ist die Grafik. Leicht pixelig, aber damals war das der absolute Shit. Alle saßen in diesem Auto und haben gesagt, Alter, wie präzise kann so eine Karte in einem Auto aussehen? Der Slogan Vorsprung durch Technik passte vor 15 Jahren zu keinem Auto besser als zum A8 der zweiten Generation. Überhaupt, Audi stand für Präzision und hat das einfach wirklich vorgeführt, wie das zu machen ist. Und wie steht es um den Komfort und die Innovation beim neuen A8? Hier scannt das intelligente Fahrwerk die Straße und kann jedes Rad einzeln blitzschnell anheben oder senken. Und so die Fahrbahnunebenheiten glattbügeln. Das ist eine Sänfte, aber trotzdem spürst du die ganze Zeit, was so passiert. Zum Beispiel Spurrillen, die filtert das Fahrwerk weg. Aber Sachen, die du spüren möchtest, weil du das Feedback haben willst in der Lenkung, die lassen sie ins Fahrzeug rein, in die Lenkung. Und das ist natürlich mega. Dann gibt es hier so einen Mittelspurassistent, den machen wir jetzt an. Ist zusätzlich der Abstandstempomat aktiviert, lenkt der A8 jetzt 15 Sekunden lang selbstständig. Matthias will wissen, was macht das Auto nach diesen 15 Sekunden? Das Fahrzeug lenkt, ist safe, jetzt piepst er mich an. Jetzt sagt er mir das erste Mal, Matthias, bitte die Lenkung übernehmen. Ich übernehme die Lenkung aber nicht. Das Fahrzeug lenkt weiter. Ich mache nichts, ich bin eingeschlafen. Notfallassistent aktiv. Er zieht mir dreimal am Gurt, bremst dreimal, um mich wach zu machen. Ich schlafe aber immer noch. Jetzt zieht er richtig den Gurt fest und bremst runter bis auf null. Fertig. Und wenn ich jetzt nichts machen würde, würde er tatsächlich beim Notruf anrufen, damit hier der Krankenwagen kommen kann. Apropos autonomes Fahren. Weltpremiere feiert im A8 der Staupilot. Das System chauffiert den Fahrer vollkommen autonom bis zu einer Geschwindigkeit von 60 km/h durch die Rushhour oder einen Stau. Aufgrund der aktuellen Gesetzeslage ist der Staupilot aber erst in ein oder zwei Jahren freigeschaltet. Doch was ist bei diesem System anders als bei der Konkurrenz wie Tesla und Co.? Die Haftung übernimmt Audi. Und das ist der Unterschied zum Tesla. Du musst immer da sein. Du darfst dich nicht hinten reinsetzen und Videos gucken oder auf dem Beifahrersitz oder hier. Wenn dann was passiert, musst du selber bezahlen und musst du selber dafür haften. Audi übernimmt das bis 60 Stundenkilometer. Und das ist die Weltneuheit daran. Also der neue A8 hat genau 41 Assistenten, was eine unfassbare Zahl ist. Der alte hatte genau einen Assistenten, nee, zwei hat er gehabt. ESP und den Tempomat. Lohnt es sich jetzt, in einen gebrauchten Audi A8 zu investieren? Knapp 20.000 Euro soll der W12 Baujahr 2005 noch kosten. Matthias fragt einen, der es wissen muss. Und ruft mal kurz durch bei Grip-Gebrauchtwagen-Experte Det Müller. Du störst gerade, ich will am Eier machen. Du machst dir gerade Eier? Drei Eier braucht der Mann. Hör mal, ich habe hier ein ganz großes Ei, nämlich den A8. Ja, hast du die Probefahrt schon gemacht? Ja, sicher. Aber ist gar nichts. Der ist wie geleckt. 100.000 Kilometer nur. Rost ausgeschlossen. In meinem VAG-Technik, VW-12-Änder, robuster Geselle, ab und zu Elektrikprobleme, ist klar, weil die thermische Sache unter der Haube ein bisschen zu stark ist. Aber ansonsten hast du ja an der Bordelektronik keine Dispo, oder doch? Nee, gar nichts. Es funktioniert alles, keine Pixelfehler, überhaupt nichts. Ja, dann gib ihm noch 17 und ein Küsschen. So, machen wir's. Abgegrüßt. Danke. Viel Spaß beim Eieressen. Was natürlich der Oberhammer ist, dass du dieses Auto, was damals 120.000 Euro gekostet hat, jetzt für ja, 17,5, 18, was weiß ich, was wir da noch rausfahren könnten, schießen kannst. Man muss aber natürlich bedenken, dass das Auto dann zwar dasteht, aber da ist noch kein Sprit drin. Ja? Und er braucht so, ja, ich schätze mal, irgendwas zwischen 18 und 20 Litern, drunter geht nicht viel. Und Steuer und Versicherung sind bei 6 Litern Hubraum und 450 PS ebenfalls sehr teuer. Und wie sieht Matthias' Fazit zum neuen Audi A8 aus? Ganz am Anfang haben wir uns gefragt, kann mich dieser neue A8 genauso flashen, wie das damals das Vorvorgängermodell gemacht hat. Und ich sage zu 1000% ja. Wie dieses Auto sich anfühlt, wie das Auto dir die Arbeit abnimmt, das flasht einen wirklich, weil es einfach Next Level ist. So muss ein Auto sein, Leute. Es flasht mich. Und zwar von oben bis unten. Die gute Nachricht für weniger betuchte Autofahrer: In ein paar Jahren bekommt man ihn gebraucht zum Preis eines VW Golf.